Hallo? Hallo, 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 weiter geht's mit Clash Royale. Willkommen dazu, ich bin der Lars. Ich grüße euch ganz herzlich zu diesem weiteren Video hier auf meinem wunderbaren Kanal. Hallöchen, immer noch in Arena 6, 1774 Pokale. Meine Fresse, bin ich eine geile Schlagsahne, unfassbar, ein richtig genialer Dorsch. Da muss ich mir erstmal selber wieder auf den Hier, wir sind wieder am Start. Die Kronkiste ist wieder da. Gestern einen 45-Minuten-Part, den ich gar nicht machen wollte. Den kann man mal raushauen. Ich könnte es auch jeden Tag machen, wenn ich wollte. Bloß, ich glaube, zuschauerbindungsmäßig sind 45 Minuten nicht ganz so geil hier beim Zuschauer-LP. Hast du verstanden? Hast du verstanden? Ha! Nee, egal. So 20 Minuten wollte ich maximal raushauen. Das ist allgemein, glaube ich, besser. Und das findet ihr auch besser. Ich glaube, so ein XL-Part gefällt euch, aber nicht immer. Oder Meinung dazu gerne in die Kommentare. Ich übertreibe es mal nicht, ne? Heute gehen wir es ein bisschen lockerer an, nur 20 Minuten. Nur 20. Ist ja voll schlecht, Lars. Oder vielleicht eine halbe Stunde, mal gucken. Oder, na, vielleicht zwei Stunden. So, wir haben wieder Kisten am Start. Alles Arena Nummer 6 Kisten. Ich habe vier Silberchests bekommen, also Silberkisten hier. Ich habe schon eine geöffnet. Und jetzt mal wieder eine goldene. Die wird uns gleich fertig geben. Warum? Weil ich dicke sitze am YouTube, meine ich versuchen. Und ich habe wieder Bock auf eine Kiste. Ich habe wieder Bock auf eine Kiste. Ich weiß gar nicht. So eine Riesentruhe lächelt mich schon wieder an. Vielleicht, wenn wir uns morgen nochmal was gönnen, mal gucken, was so alles am Stirsel ist. Wir werden erstmal hier, übrigens die Decks. Ihr habt geniale Deckvorschläge reingepostet. Problem ist bloß, die meisten haben gesagt, Lars benutzt einen Freeze, Lars benutzt die Skelett-Army, Lars benutzt die Stars, Ananas, habe ich gar nicht die Karten. Skelett-Army nicht vorhanden hier in meiner Kartensammlung, die ist hier unten noch, hier seht ihr Skelett-Army. Was? Okay, da hat sich einfach mal, da hat sich einfach mal Clash Royale geschlossen. Wieso, weiß niemand. Es ist einfach zugegangen. Und da war Kork auf einmal da. Hupsi. Upsi. Was war das denn? Wo hab ich draufgeklickt? Ich drücke auf die Skelett-Army. Ihr habt den gesehen, die Skelett-Army ist RIP. Die Skelett-Army ist RIP und dann geht man gleich auf Clash of Clans. Was war das denn? Was hab ich gemacht? Ich habe irgendwas... Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe. Ich habe irgendwas gedrückt. Egal, so. Das Skelett-Army habe ich nicht. Genauso, was vorgeschlagen wird. Alles mit Freeze habe ich auch nicht. Nicht gefunden, Frost. Nicht gefunden. Oh Gott, ist das schlecht. Deswegen, ich habe hier schon wieder so ein Deck zusammengestellt. Hat jemand reingeschrieben. Hier, dies hier. Mit dem hier Riesenskelett plus den Prinzen, da ja dann pusht der Prinz das Riesenskelett nach vorne zum Tower, plus ein Loon, plus Lakaien, plus die Goblins hier, beziehungsweise die Spear Goblins, plus Bomber, Musketierin, Pfeile. Das sieht nicht schlecht aus, habe ich schon ein bisschen durchgetestet, aber die sind halt von dem Leveln her nicht ganz so stark. Das wären aber drei Epics an der Zahl, natürlich richtig geile Schlagsahne. Ich bin besser bei meinem Deck, nehmt das mir nicht böse, ich werde es auf jeden Fall testen, in der Zeit die Decks, die ihr vorschlagt. Das Problem ist, ich bin gerade auf einem sehr, sehr hohen Pokalstand. Für mich. Für mich ist es hoch. Ich weiß gar nicht, wie hoch ich kommen würde maximal mit den Pokalen. Ich habe es noch nicht getestet. Ich spiele mal nur so weit, dass ich mir die Kisten gönnen kann, weil sonst wäre es einfach verschenkt. Die Pokale werden sonst verschenkt. Deswegen müssen wir gucken. Also zurzeit, ich benutze nur die Einheiten, die am höchsten sind, die ich auch benutzen krass kann halt. Richtig krass, ne? Das ist richtig krass. Übrigens, Level 7 ist so langsam erreichbar. Sieht schon mal nicht schlecht aus. Wir haben nämlich hier den 2er Prinzen, 2er Loon, 7er Bomber. Ich hoffe bald den... ich wollte gerade sagen, den Erdbebenzauber. Den Feuerball auf 5, Sepp auf 6, 7 natürlich hier die Barbaren, 5er Musketierin und 7er Tesla. Ich würde ja wirklich gerne den Freeze oder einen Wutspam mitnehmen, weil die Kombi Loon, also Prinz plus Loon plus Wut oder plus Freeze wäre die richtig geile Schlacht. Das Problem ist bloß, ich habe kein Wut und kein Freeze. Sonst würde ich testen, Leute. Weil viele schreiben, Lars, es geht vom Elixier her alles Klärchen. Da weiß ich Bescheid. Aber ich habe die Karte noch nicht. Vielleicht bekommen wir sie ja jetzt. Wir öffnen erstmal Kisten. Fangen wir mit der Gratistruhe. Ich bin gespannt, was wir bekommen. Leute brauchen einen Freeze. Ein Freeze wäre geil. Okay. Boah, der Minenwerfer war schon immer wieder hier mal 7. Alter, wie oft ich die Minenwerfer bekomme. Unfassbar. Keine Ahnung, wieso. Weiter geht's hier. Mit Gold. Eine Kobalthütte und die Lakaienhorde. Ja gut, das kann man mal machen. Weiter geht's hier in der Silberchest. Arena Nummer 6. Kisten deckt daran. Wir können auch eine Arena 6 Sachen bekommen. Den Knall, das ist sehr schön. Aber nur einmal. 7-mal die Lakaien. Okay, die Lakaien, die wollen es. Die wollen geupgradet werden. Ich weiß nicht wieso. Gold. Wieder der Minenwerfer. Und Musketier. Valkyrie, Entschuldigung. Nicht Musketier. Valkyrie, Entschuldigung. Und die goldene Chest werde ich mir jetzt hier fertig geben. Warum? YouTube Money des Todes. Ja, das sollte passen. Dann werde ich die nächste Chest sofort aktivieren. Dann gegen 23 Uhr ist in dem Feld. Dann sollte das sollte noch passen. So, was bekommen wir denn? Was bekommen wir Schickes? Wir bekommen Gold. Wir bekommen Pfeile. Und den Knall mal 9. Sehr schön. Ebenso bekommen wir den Minenwerfer plus den Magier zweimal. Oh, nicht schlecht. Kurz wieder mal unser Standarddeck auswählen und jetzt weiter geht es, Leute. Mein Pokalrekord ist übrigens.
Ich glaube, das ist sogar ein Pokal-Rekord. 1774. Ob wir den noch knacken, ich weiß gar nicht, ob wir die Kronentruhe uns verdienen. Weiß ich auch nicht, weil sonst dauert das Video wieder viel zu lange. Das wollt ihr ja nicht alle, oder? So, ja. Yeah. Heute noch sehr, sehr wenig gespielt. Also nicht wundern, wenn ich die ersten Male jetzt hier fälle. Viel Glück. Wünsche ich dir auch, mein junger Freund. Wünsche ich dir auch. Du fängst an natürlich mit so einem Scheiß. Viel Glück. Viel. Level 4. Krass. Viel, viel Glück. Er ist Level 7. Ich bin Level 6. Das ist auf jeden Fall noch ausgeglichene Sache hier. So, jetzt mal hier. Musketiere. Wunderbar. Jetzt sind die Kombination auf der Hand namens Princey plus Looney. Wo geht der Riese hin? Der geht nach rechts, ne? Geht der nach rechts? Ich glaube, der geht sogar nach rechts. Jetzt ziehen wir noch einen Bomber. Das ist, glaube ich, ganz cool. Der Bomber war sogar ganz okay. Ja, das ist okay. Wart noch kurz. Komm jetzt mit der Kombi des Todes. Von der Seite. Lalalala. Der Tower sollte down sein. Linke Seite, das passt. Nicht schlecht. Jawohl, nicht schlecht. Das hoffe ich doch mal, dass es nicht schlecht ist. So, mein Tower. Kann ich den verteidigen mit einem Feuerball? Vielleicht. Oben sein Tower, sein Endtower bekommt auch sehr viel Damage. Mein Tower geht auch down, das ist mir aber wurscht. Ihr kennt ja die Kombi, meistens geht der Tower dann auch down. Jetzt müssen wir wieder defensiv spielen und abwarten. Alter, der Ritter, nicht der Prinz, der Ritter. Das ist ein Ritter. Es gibt Leute, die benutzen den Ritter. Aber ihr seht es, guck mal, sein Haupttower hat schon gut was gefressen. Wir müssen halt wieder aufpassen, nicht, dass wir wieder so machen, dass wir quasi dann aufs Hauptgebäude gehen und am Ende verlieren. Da muss man aufpassen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ja, das ist ganz wichtig. Immer schön aufpassen an der Stelle. So, sehr schön. Bomber hinterher, ein bisschen Damage. Sehr gut, wir werden gleich hier mit den Barbaren verteidigen. Reingesappt, die Scheiße. Hier hinter die Barbaren natürlich. Hinter den Riesen, damit die ganzen Damage-Dealer ein bisschen Damage bekommen. Das ist okay. Der nächste Ritter ist an die Stirsel. Ich droppe natürlich wieder eine Tesla rein. Das ist soweit okay. Die Tesla sollte jetzt alles nur wegsnacken. Das ist okay. Ja, das sieht gut aus. Sieht gut aus. Sieht gut aus. So, jetzt haben wir wieder Prinz-Loon-Kombination. Die natürlich jetzt wieder am Start ist. Prinz-Loon-Kombination. Los geht's. Ich habe doch den Zap, habe ich sogar. Fuck, das war wieder doof von mir, glaube ich. Hier im Feuerball rein. Sehr schön. Musketier hinterher. Oh, mein Hauptgebäude, mein Hauptgebäude, mein Hauptgebäude, mein Hauptgebäude. Mal hier im Bomber rein. Kommt ein Feuerball. Egal. So. Prinz von rechts. Prinz von rechts. Sehr schön. Ah, oh, das freut mich. Es ist total fies, was ich mache, aber es freut mich trotzdem. Ohne Scheiß, ich freue mich. Was bekomme ich für eine Kiste? Gib mir eine große Magic. Oh, eine Silbertruhe. Ist okay, kann man gleich aktivieren, damit ich dann quasi kurz vorm Schlafen gehen noch eine große Kiste aktivieren. Ich brauche eine goldene Truhe. Eine goldene Truhe, 8 Stunden kann ich empfehlen fürs Schlafen. Weil du musst perfekt das alles ausnutzen. So, Leute. 1810 Pokale. Übrigens, ich glaube ab 2000, ja. Ja gut, 2000 ist natürlich wieder eine Hausnummer, aber dann gibt es hier, guck mal hier, die 3 Muskeltiere. Oh Gott, ich will sie so gerne haben und die sind so cool. Kostet übrigens 10 Mana, diese Karte. 10 fucking Mana. Dann kommen 3 Musketiere raus. Oh, ich hätte so Bock drauf. Golem plus 3 davon und ein Wutzauber. Oh, habe ich ja schon mal gezeigt bei den Wiederholungen, Leute. Ich würde einen puren Orgasmus bekommen. Einen puren Orgasmus. Bauarbeiter. Scheiße hier, Eisklärchen. So, was haben wir denn hier? Wir haben keinen Tesla am Anfang, finde ich blöd. Finde ich nicht ganz so gut. Wir werden natürlich wieder auf unsere wunderbare Kombination warten. Kombination. Ich habe Kombination. So, droppt da irgendwas oder schieße ich einen Feuerball? Ich schieße sogar einen Feuerball. Plopp. Gegönnt. Wunderbar. Danke. Bitte. So, hier kommt ein Bomber natürlich und ein paar Barbaren. Denke ich mir auch zur Verteidigung davor. Einmal rein die Barbaren, einmal zu tanken, weil Barbaren plus Bomber, die können uns links jetzt gut durchlaufen, das ist soweit okay. Wir können sogar auf die Kombination warten und die Tesla nicht stellen. Da kommt nämlich ein Drache. Okay, können wir nicht machen. Drache ist eklig, Drache müssen wir links beseitigen mit unserem Musketier. Wir haben aber 3 Karten, die wir brauchen. Mit den 3 Karten können wir gleich was reißen, glaub mir. Mit den 3 Karten können wir was reißen. Da glaube ich auf jeden Fall daran.
So, der Drache macht jetzt ein bisschen mehr auf die Tesla, aber die Tesla überlebt. Sehr schön. Musketier kommt links. Bitte drop jetzt links was. Ich muss auf 10 wunderbare Mana warten. Tatsächlich. Und dann kommt die Combo des Todes, Junge. Die Combo des Todes. Die ist on the way. Ja, Barbaren gedroppt. Sehr schön. Barbaren wurden gedroppt. Das gefällt mir. So. So, ein bisschen zu früh sogar auf den Prinzen gesetzt. Mach mal so. Ich mach einfach mal so. Mach mal beide Seiten. Ich mach mal beide Seiten. Wieso? Weil ich es kann. Zack. Sehr schön. Das ist ganz cool. Beide Tower sind auf gute Prozente gefallen. Gefällt mir. Das gefällt mir tatsächlich. So, droppen wir mal kurz die Tesla hier rein. So, das ganze Death natürlich macht der Mage jetzt ein bisschen Damage auf die Tesla. Ach, ich hasse Mage. Level 4 Mage fickt dich, meine schöne Tesla. Mann. Haha. So. Alles klärchen. Nicht schlecht, sagt er. Nicht schlecht. Dum, 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 dum. So, einmal ein Feuerball. Ein Musketier. Plus Bomber und Barbaren. Und noch eine Tesla zur Verteidigung. Und ein Feuerball. Plopp. So, jetzt kommen gleich von rechts, auf rechte Seite. Der eine Riese ist mir scheißegal. So, jetzt kommt die Combo des Todes. YOLO, Combo des Todes. Incoming. Scheiß drauf, der Loon geht durch. Hat nicht gereicht, fuck. Hat nicht gereicht. Los, Prinz! Nein, der geht auf die... Egal, mach kaputt. Ist okay. Mach kaputt, ist okay. Links brauchen wir natürlich Musketier hier, um den Riesenbüschen Damage zuzufügen. Ist okay. Hier wird reingesappt. Da kommt ein Doppelriese. Kommt also hier ein Feuerball. Gegen Feuerriese ist Feuerball ganz okay. Und der Tesla zur Verteidigung. 100. 100. 100. 100 sind da oben noch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, der Drache, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Los, 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 los! YOLO Jenkins, yes! Wunderbar, sagt er, wow! Na klar, Junge, was willst du denn von mir? Ich gewinne eh immer. Und eine goldene Truhe für die Nacht, sehr, sehr schön. Richtig geil, Leute. 1840, ja? Doch. Wir haben so ein paar Pokale. Bislang gewinnen wir tatsächlich. Wir gewinnen, das gefällt mir. Das, wenn man gewinnt, gefällt es mir. 1921 ist dieser junge Bursche schon. Was ist das denn für einer? Was ist denn los mit dem? Level 8. Level 8. Wow, schreibt er. Ja, ich schreibe auch mal wow. Sag ich mal wow. Viel Glück. meine Kombination wird dich eh töten. Das ist scheißegal. Weißt du? Brauchst gar nicht so versuchen. Brauchst gar nicht gucken, brauchst gar nichts hier machen oder so. Du bekommst eh einen auf den Sack. Du bekommst eh einen auf den Sack. Das ist mir scheißegal. Auch wenn du 12.000 Pokale hast. Ist mir wurscht. Alles klar, der Tower bekommt erstmal gut einen auf den Sack da. Und dann nicht Level 8, da Goblins. Goblins, Goblins, Goblins. So. Der geht links lang, ne? Ja. Mist. Und noch ein Feuerball. Eklig. Eklig, eklig, eklig. Okay, eine Hexe. Eklig. Mein Tower könnte jetzt down gehen von rechts. Oh, Level 3. Level 3er Riesenfucking. Ja, der ist down. Also dieser Riesenpacker, ne? Dieser Riesenpacker, den habe ich nicht erwartet. Dass er so stark ist. Bumm hat es da gemacht. Da ist alles verreckt. Easy. Das werden wir noch gewinnen, Leute. Ich glaube daran. Level 8er, fast 2000 Pokale, ist für mich ein easy Snack. Easy Snack zum Mitnehmen. Machen wir kurz. Natürlich sehr hohe Pokale, die er hat. Willst du machen? Was willst du machen? Oh, ich hasse diese. Level 5 sind die eigentlich übrigens schon. Level 5er Elixier. Sammler, das ist natürlich schon richtig krass. Mhm.
So, Tower ist down. Damage erstmal machen hier. Doppelhexe, alles klar. Doppelhexe. Doppelhexe. Warum um Gottes Willen eine Doppelhexe? 2000 auch down. Eine Doppelhexe. Ja, gib mir doch die Scheiße. Trotzdem ich den einen Tower noch mit. Warum? Weil ich es kann. Weil ich es kann. Gibt's noch einen hier. Bomber, komm, reiß, was du kannst. Zeig, was du kannst. Nichts. Nichts am Ende. Egal. Bobby war ein gutes. War ein GG. Schade. Ja, Riesenskelett Level 3 plus zwei Hexen hinterher ist schon eine böse Kombination. Kannst du halt nicht viel machen. Level 3er, Alter. Ja, 3er Epics sind halt böse. Da habe ich Angst, da habe ich Respekt vor. Und das ist okay. Da kann man mal verlieren. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, keine Schande, gegen so einen zu verlieren. Und damit können wir weiterkämpfen. Ab zum nächsten Boy. Sehr, sehr schön, Leute. Wir haben zwei epische Siege eingefahren. So, Roberto. Der hat nur 1831 Pokale. Das gefällt mir schon mehr. Und er hat... Was hat er denn? Er hat hier sowas. Da gibt es einen Feuerball drauf. Bam, Junge. In your face. So. Sehr schön. Schauen wir hier mal einen Bomber rein. Warum denn nicht? Wir haben schon mal einen Tesla, die Woche aufstellen kann zur Defensive. Da kommen von rechts die jungen Freunde. Die jungen Freunde von rechts. Wir könnten eigentlich jetzt mal rechts loslegen. Da kommt ein Prinz. Da kommt ein Prinz. Das ist ein bisschen viel. Das ist ein bisschen viel. Treffe ich noch den Magier da hinten? Na klar. Sehr gut. Da kam ein bisschen viel von links. Da muss ich aufpassen. Ein Goblin fast. Da kommt auf jeden Fall ein Bomber links. Hat er nicht so viel gebracht, wa? Hat wohl nicht so viel gebracht. Gleich komme ich mal. Mal schauen, was dann passiert. Dann kommt meine Kombi. Mal gucken, was dann los ist. So. So, jetzt soll er mal hier, ich warte jetzt auf 10 Mal, dann soll er irgendwie links was droppen oder so. Am besten die Hütte. Am besten die Hütte. Hütte wäre jetzt geil, weil Hütte ist nicht viel DPS, die ich abbekomme. Hütte wäre jetzt geil. Drop bitte links eine Hütte. Oder rechts, ist mir wurscht. Sehr gut, da kommt die Hütte. Und ich komme jetzt hier mit. Sehr schön. Fuck, Alter. Die Hütte war natürlich jetzt doof. So, brauchen wir eine Tesla. Aber ich habe trotzdem gut Damage auf den Tower gemacht, das ist ganz okay. So, 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 so. Die Hütte hat er gut gedroppt, aber zum Glück wurde der Prinz nicht angezogen, sondern nur der Loon. Der fucking Loon. Aber das ist okay. Das ist okay. Der Tower hat rechts gut Damage bekommen. Noch einmal draufgehen und dann war es das mit dem. Das ist alles im Rahmen des Machbaren. So, hier, das wird der perfekte. Das wird der super geniale Feuerball. Guck dir mal diesen Feuerball an. Bam! Hab ich da was geil getroffen? Ich habe da richtig geil was getroffen. Könnt ihr ruhig sagen, dass es geil war von mir. Könnt ihr ruhig schreiben. In die Kommentare am besten. Dass es geil war. Tschüss. Sehr schön. Mein Tower wird natürlich verteidigt. Weiter. Ah, droppst einen Prinzen. Guck mal hier. Und einen Bomber brauchen wir auch noch hier für den ganzen, für die Barbaren. Da ist der Bomber nicht schlecht. Der räumt alles weg. Sehr schön, Leute. Das sieht gut aus. Das sieht echt gut aus. Ich glaube, das wird easy. Ein Musketier hinterher. Für den Magier. Ist er auch down. Sehr, sehr schön. So, warten wir mal kurz, was er macht. Droppen wir hier nochmal drauf. Ein Feuerball, wieso denn nicht? Am Ende noch eine Tesla rein. Und ich glaube, das ist ein super genialer Win. Ja, also mein Deck, es läuft. Es gefällt mir. Es läuft richtig gut. Wenn ich overpowerte, krasse Gegner kommen, Level 8, also zwei Level höher und richtig krasse Super-Epics, dann gehen wir hier durch wie, weiß ich nicht, wie ein heißes Messer durch einen Arsch. Nee, es sieht gut aus. Es sieht gut aus, es gefällt mir. Leute, noch ein Win. Wir müssen die Kisten noch vollmachen. Es ist 19 Minuten, Leute, es ist noch alles im Rahmen. Es ist noch alles im Rahmen. Linus, Level 7er. Oh, das ist ein Deutscher. Hallo, wenn du mein Video guckst. Hallo, ich grüße dich, Linus. Hallo. Wo bist du? Hallo. Viel Glück. Viel Glück. Viel Glück. Kannst du gebrauchen, das Glück. Glaub mir, das kannst du gebrauchen. Ich hab gerade keine gute Hand. Das gefällt mir nicht. Kommt ein Prinz. Da kommt ein Prinzi.
Da kommt der Prinz. Da kommt nicht nur ein Prinz, sondern der Prinz. Reingeprinzt, weggeprinzt. Komm, Drache, wollen Musketier? Lalala. Dann bauen wir wieder vorne verrecken, deswegen droppen wir das so. So, Musketieri. Typischen Damage jetzt. Das ist natürlich ein bisschen blöd, weil der AOE-Damage macht. So, wir brauchen einen Zap. Habe ich gerade nicht. Kein Zap. Kein Zap. Ich kann auch einen Feuerball droppen, wenn er irgendwas hinten spawnt. Nehme ich die Hütte noch mit. Das ist okay. Droppen wir einen Bomber. Für die Skelett. Was ist, warum haut man jetzt die Skelett-Armee raus? Ich habe keine Ahnung. Eigentlich könnte ich jetzt mit dem Prinzen von rechts reagieren. Mache ich auch. Skelett-Armee ist draußen. Mal gucken, was er hat. Er kann gar nichts mehr haben. Er hat die, wenn er die Skelett-Armee raus hat, dann hat man halt nichts. Kommt noch ein Hit. Dankeschön. Wunderbar, da kam noch ein Hit. Sehr schön. So, Tower schon mal rechts angeschwächt. Das gefällt mir. So, brauchen wir weiter die Tesla und werden jetzt wieder warten. Jetzt brauchen wir noch den Prinzen, dann sind wir bereit. Und natürlich 10 Mana. Nicht zu vergessen. 10 Mana brauchen wir auch immer. So, sehr schön. Können wir hier einen Vollball reindroppen, weil wir alles da oben treffen. Plus die Hütte. Das ist ganz okay. Und den Riesen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, gleich wieder den Prinzen vordroppen. Gehe ich von aus. Oder hinter, wie auch immer. Da kommt ein Drache noch zu. Deswegen droppen wir ein Musketier. Und davor kommt dann der Drache. Einmal reinzappen an der Stelle. Ist ganz okay. Jetzt warten wir auf 10 Mana. Die Jungs da kriegen auf den Sack. LOL. Der kommt durch? Ne, der kommt nicht durch. Ich hatte gerade voll Angst, dass er durchkommt. Kommt er aber nicht. Kommt er nicht. Wir kommen jetzt eh von links mit der Skelett-Army. Geh von aus. So, Musketier. Und am besten Feuerball. Feuerball, Feuerball, Feuerball. Mach kaputt, mach kaputt. Mach kaputt, reinzappen. Nein. Tower überlebe. Tower überlebe. Tower überlebe. Hat er einen Feuerball? Hat er irgendwas? Oh, 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 oh. Wir haben nichts, wir haben nichts. Baban, Baban. Baban, vor, Baban, vor. Jawohl, da kommt ein Riese, da kommt ein Riese. 12 Sekunden. Musketier, Musketier, Musketier. 9 Sekunden. Nein, 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 nein. Hab ich einen Zap, hab ich einen Zap. Komm slow. Nein, hau nicht. Oh Gott. Yay! Der Riese kam nicht mehr durch, hat nicht mehr zugeschlagen. Und Linus, ich grüße dich, mein junger Freund. Ich grüße dich. So, haben wir schon wieder. So, Leute, auf 1874 Pokale. 2000 ist natürlich morgen drin, Leute. Wir müssen noch weitermachen. Wir müssen noch uns 2 Kronen verdienen. Für... Oh, das ist Level 8 schon wieder. Oh, 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 oh. Angst, Angst, Angst. Respekt und Angst. Immer vorhanden. Level 8 ist böse. Ich glaube, hier kassieren wir wieder. Viel Glück. Da kommt ein Schwein. Richtig fieser Schweineboy hier. Komm, pass. Er geht auf jeden Fall offensiv. Er geht sehr offensiv. Kann man sagen, was man will. Es ist ein sehr offensiver, knuspriger Boy. Oh, von rechts kommt eine Kombi, glaube ich, ganz gut. Er hat schon gleich wieder ein Schwein. Level 8er Tesla. Habe ich nicht. Habe ich nicht. Tschüss. Tschüss. Tschüss mit dem Scheiß. Weg. Weißt du was? Ist mir egal. Ist mir sowas von wurscht. Der mach's halt. Der mach's halt. Nimm halt den Tower. Nimm mal wurscht. Nimm wir jetzt auch ein. Oh, mein Tower lebt sogar noch. Seiner nicht mehr. Hahaha. 1-0. So. Reingefreezt. Guck mal, wie viel Angst er hat vor diesen Loon. Level 2 Loon hat man Angst. Wir brauchen Level 3 Loon und Prinz. Dann würde ich alles vergewaltigen. Nicht schlecht. Ja. Na klar ist das nicht schlecht. Deswegen bin ich auch so hoch mit meinem Level 6. Level 6, Level 6, Level 6. So. Reagieren. Jetzt müssen wir reagieren und warten. Was er so macht. Pfeile. Tower ist down, ist okay. Wir brauchen am besten noch einen zweiten Tower für den Kronen, für die Kronentruhe. Das wäre das Beste jetzt, was passiert. Ich warte mal ab, ich mache nichts. Schuss.
Ich komme wieder von links mit meiner Kombi. Kommt den Loom ein bisschen weiter links. Ich hoffe, der geht dann irgendwie dahin. Richtung. Da kommt ein Fass. Ist mir scheißegal. Ich gehe auf seinen Tower. Reingesappt. Hat er einen Freeze? Hat er nicht. Okay, 500 hat sein Tower noch. Da kommt ein Schwein. Ist jetzt Barbaren für Schwein. Reingefreezt. Ist mir egal. Die Lakaien gehen auf unterschiedliche Targets. Das ist legitim. Das ist okay. Die werden vorher sterben. Da kommt ein Fass. Da muss ich einen Bomber setzen. Und ich habe wieder meine Kombi. Kombi. Kombi, Kombi, Kombi. Die natürlich jetzt nicht durchgekommen ist. Leider nicht. Leider nicht. Das ist aber doof. Ich hätte lieber, glaube ich, einen Feuerball droppen sollen. Da kommt ein Feuerball, ein Freeze von ihm. Warum schreibt er gutes Spiel? Keine Ahnung. Weil der Pfeilhagel reicht. Sieht man mal wieder, Level 8. Die sind machbar, Leute. Die sind machbar. Ich kratze gerade an den Level 8ern dran. Alter, ich würde mich schämen, wenn ich Level 8 wäre. Aber ist okay. Das ist halt die ultimative Kombination, meine Damen und Herren. Benutzt sie doch, benutzt sie doch. Level 7er, das ist der Peter. Und der Peter, der geht noch einen Meter. Und der Peter kriegt einen jetzt auf den Sack. Wir brauchen noch einen Kronentower, das ist das Kronentruhe, Trauer, Trauer, Throntrauer. Wir brauchen noch einen Truhe-Ding, ne? Weiß Bescheid. Ein noch, denn ist durch. Natürlich der Grabstein, der Tombstone. AK Tombstone Pile Driver ist jetzt super im Weg hier gerade. Ja, damit kann man das ja gut verteidigen. Er will 2 X-Bau, aber hat mir jetzt nicht ganz so viel gebracht, hier, was er gemacht hat. Ist halt doof, Alter. Ist ja richtig doof von ihm. Komisch. Komisch, was er da macht. Ich glaube, der ist machbar. Der macht da so ein paar dumme Sachen. Der ist drin. Der ist drin, der Peter. Ich glaube daran, dass er drin ist. So, wir haben die Kombi. Also das Auto quasi, den Kombi, weißt du? So, los geht's. Lalalala, lalalala. Die jungen Herren gehen mal wieder durch. Die jungen Herren gehen mal wieder durch. Es ist voll fies, was ich hier mache. Ich glaube, es ist total fies. Ich glaube, es ist fies. Weil ich ja quasi mit 10 Mana angreife. Und zwar mit Luft und Bodentruppen. Und das ist das Fiese daran. Meine Fresse. Da kannst du die Skelett-Army droppen, wie du willst. Das ist scheißegal. Der Loom macht auch Damage. Und das funktioniert immer. Och, ich hätte so gern Level 3 Loom und Prinzen. Mann! Gib her den Scheiß! Komm! Macht Bock gerade hier. Macht Bock! Ob man 2000 packt mit dem Deck? Mit dem Level schon? Ich habe keine Ahnung. So, er erwartet jetzt. Er hat Respekt. Er hat Respekt erwartet. Er hat Angst. Er hat, glaube ich, Angst. So, wir könnten wieder reingehen mit der Kombi. Er wartet immer noch, er hat immer noch Angst. Keine Ahnung, was er macht. Er hat keinen Bock. Ist er nicht mehr da, oder was? Oh, Gegner hat den Kampf verlassen. LOL! Und das checke ich jetzt erst? Ja gut, das ist natürlich jetzt total unfair, aber... hups, ich habe aus Versehen jetzt ganz viele Feuerbälle und alle Spells geused. Das wollte ich gar nicht. Komisch. Egal, ja, kann passieren. Das war mir jetzt nicht bewusst. Ich dachte, er wartet einfach nur und das ist jetzt ein taktisches Abwarten hier. Geh mal in 3-0 raus, ist okay. Ich glaube, jetzt ohne jetzt irgendwie total abgehoben zu klingen, ich glaube, wir hätten es trotzdem geschafft gegen den. Der war machbar. Ist ja geliefert, vielleicht Quick Rage. Es war ein Quick Rage. Wir gehen raus hier. Videos unter einer halben Stunde passt. Wir können die Kronentruhe öffnen, hab alles gesammelt. Ich bin auf 1869 Pokale. Und wie gesagt, 1874 war hier mein Regal. mein Rekord. Alter, ich kann heute nicht sprechen. Mein Regal. Es war mein Regal an der Wand. Nee. Kurz die Kronentruhe gönnen, bitte. Ich hätte jetzt Bock auf einen Golem. Habt ihr auch Bock auf einen Golem? Komm mal her, Golem. Komm mal her. Komm mal her. Komm mal her. Das ist der Knall. Der kann ich, nehme ich auch mit. Komm. Jetzt gib mir einen Golem. Danach jetzt. Alter. Der Minenwerfer. Ich hab den 94 Mal schon. Sag mal, wollt ihr verarschen? Ich will jetzt einen Golem. Na gut, dreimal Mage kann man auch mal mitnehmen. Ist okay. So, Leute, dann war's das wieder. Wir beenden den Part hier mit einer halben Stunde. Wenn es euch wieder gefallen hat, haut die Likes raus des Todes. Ich glaube, ich werde zu morgen hin irgendwas öffnen.
mir was gönnen. Also natürlich ist es immer Likes abhängig, was ich für eine Kiste mir hole. Entweder eine Magie oder eine Riesentruhe. Übrigens, die Super-Magie-Truhe werden wir uns fürs Wochenende aufbewahren. Ich habe Bock drauf, aber ne, Wochenende, hoch die an die Wochenende und da gönnen wir uns eine Super-Magie-Truhe, wenn der Support bei den Videos so großartig weitergeht. Oh, ich bin so scheiße. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, lasst ein Like da. Und morgen mal gucken, ob ich da was Schickes, Kleines öffne. Und morgen gehe ich dann mal die 2000 Pokale. Ich glaube, das ist okay. Alter, wie... Das Deck ist... Natürlich kann man es leicht countern, aber ich gehe da auch gut durch. Was haben wir denn gespielt? Wir haben Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage... Na hier, Sieg, Niederlage, Sieg, 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 Sieg. Ich, wirklich, ohne Scheiß, guck doch meine... Also, wenn ich verliere, ist es ein Achter. Also, oder ich mache Fehler. Wenn ich keine Fehler mache und er ist nicht Level 8, ist es meistens ein Win. Und ich wollte jetzt, wie gesagt, nicht abgehoben klingen, aber gerade eben hätte ich, glaube ich, es... Die Chance war hoch, gegen den Kollegen zu gewinnen, weil er auch komisch gespielt hat. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen. Tschüss.